Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario The Music Box. Ich bin der Kumpus Brain oder einfach nur Janik und freue mich sehr, dass gerade du wieder eingeschaltet hast. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben, aber nicht mit Mario oder Galuigi, sondern mit Reba. Ein neues Männchen, was wir kennengelernt haben in diesem ganzen Prozedere. Und ich bin sehr gespannt, was der noch für eine Rolle einnehmen wird in diesem Spielchen. Er weiß ja, irgendwo ist wohl ein Schlüssel, ein Holzbrett war hier irgendwo vergraben, was wir gebrauchen können. Leer, okay. Okay, das sieht aus wie ein Bücherregal, aber es bringt uns auch nicht viel. Na, natürlich geht die Lampe nicht, wäre auch zu schön. Hier ist wieder ein Teddy. Ah, Teddybären machen, ich fühl mich unwohl, wenn ich Teddybären sehe. Ich glaube, wir müssen jetzt beinahe noch weiter nach oben. Guck mal einer an. Oh Gott, ey, sind das alles Puppen? Diese Puppen sehen zu realistisch aus. Ja, die sehen ganz schön gruselig aus, muss ich auch ehrlich zugeben. Da, das sieht doch gut aus. Ah, da ist es doch. Und da haben wir jetzt eine Plank gefunden. Ich soll zurückgehen zu Mario. Er muss sich bestimmt große Sorgen machen. Oh, da ist noch was anderes. Of Matches. Oh. Huh? Hier ist irgendwas. Oh! Du hast mich umgebracht, deswegen werde ich dich jetzt umbringen. Ich sollte rennen. Dieser Geist wird mich umbringen, wenn ich hier länger bleibe. Boah. Dodge its attack, then run. Also erstmal der Attacke ausweichen und dann rennen. Warte. Komm her, ich möchte doch nur reden. Ha! Okay, jetzt kann ich rennen. Ich glaube, das war die richtige Option. Oh, ist jetzt das Licht... Ah ne, wir haben jetzt ja hier Streichhölzer, Matches. Okay, ich sollte schnell zurück zu Mario, sonst ist er noch vielleicht noch in Gefahr. Das hoffen wir doch nicht. Erstmal machen wir jetzt kurz einen Speicherstand. So. Aber jetzt... hauen wir auch schon schnell ab. Ohne uns groß umzusehen. Wirklich, ich will nichts mehr zu tun haben. Ich will wirklich direkt zurück. Ich wette, man kann auf diesem Weg sogar wirklich noch was finden. Oh, geht's dir gut? Mario, was tust du? Mario, hörst du mich? Oh Gott, hör auf! Seit wann hast du denn Angst? Was? Du erinnerst dich nicht mehr wirklich an mich, oder? Nein, du... Ich habe diesen Körper genommen, um endlich zu dir zu kommen. Um dich endlich umzubringen. Geh weg von mir! Was ist denn los? Hast du Angst vor mir? Oh Gott. Ich muss irgendeinen Weg finden, um den aus seinem Geist zu schlagen. Oh Gott, ey, was können wir denn da machen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Oh oh. Ich hab dich. Alter. Das war ziemlich krass. Okay. Vielleicht können wir rennen und können uns vielleicht irgendwie hier noch verbarrikadieren. Oh, okay. Die Tür ist verschlossen. Öffne die Tür. Oh Gott. Die wird nicht lang verschlossen bleiben. Ich muss irgendeinen Weg finden, mich zu verstecken. Oh Gott, wo sollen wir uns verstecken? In der Kiste oder vielleicht hier im Kamin? Ich kann mich da drin verstecken. Wollen wir wirklich in den Schrank? Oh Gott, wir versuchen es. Go for it. Ich weiß es nicht. Ach, scheiße. Wo bist du? Oh fuck. Komm schon, du kannst dich die ganze Zeit nicht für verstecken. Ach komm schon, Darling. Renn doch nicht vor mir weg. Ich kann nicht glauben, dass sie es ist. Ich muss rennen und Mario dazu bringen, dass er da rauskommt. Komm schon, wo auch immer du bist. Was sollte ich tun? Drin bleiben? Ich werde dich finden. Ich weiß, dass du da bist. Ich glaube, es ist besser, wenn ich hier drin bleibe.
Vielleicht hätten wir rausspringen sollen, damit wir ihn so angreifen irgendwie. Oh, scheiße. Reba, ich hab dich gefunden. Ist das krank, Alter? Mutter Maria. Alter. Okay. Vielleicht sollten wir rausspringen. Wollen wir ihn dann irgendwie schlagen oder so und überraschen? Ich weiß es wirklich, wir versuchen es einfach mal. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß nur, dass ich eine Heidenangst habe, Mann. Okay, verschlossen. Aber ich glaube, dass das gar nicht mal so schlecht ist, dass wir uns da verstecken. So, da werden wir uns verstecken. Und dann springen wir gleich raus und attackieren ihn. Hoffentlich. Okay. Komm schon, du kannst dich die ganze Zeit verstecken. Komm schon, Darling. Okay. Aber es ist anscheinend eine sie, die dann in dem Körper ist, die Reba kennt. Also das ist jetzt schon nochmal so ein bisschen, naja, sagen wir Charakterbildung. Okay. Ich werde... Vielleicht kann ich das aus ihm rausschlagen. Ich muss das tun! Oh Gott, hier kommt wieder jetzt mein heißes Gesicht. Oh. Oh. Okay. Ich sollte es nicht zu viel tun. Ach komm. Zweimal würde ich schaden. Dann kommt er vielleicht wirklich... Ohne Scheiß, das ist echt ein gutes Training. Hör auf! Hör auf! Okay, das würde, glaube ich, nicht sie sagen, oder? Ich sollte aufhören. Ich höre wirklich, glaube ich, lieber auf. Mario, geht's dir gut? Bleib bei mir. Oh Gott, bitte. Was ist passiert? Dieser Sound. Warum bin ich schon wieder hier? Peach! Mario! Hä? Peach! Komm zurück! Prinzessin, bitte! Was ist hier los? Ich muss ihr folgen. Vielleicht ist sie irgendwie in Gefahr. Ay, caramba. Okay. Things getting pretty serious. Da hast du wahrscheinlich reingegangen, wa? Sie muss hier lang gegangen sein. Okay. Lady Alice! Hier ist ein Besucher. Oh, wer bist du? Lady Alice, ich bin gekommen, weil sie mich gerufen haben. Hä? Ist das wahr, my lady? Lass mich dir helfen, dass ich deine Erinnerung auf Vordermann bringe. Ich bin... Oh, komm rein. Ich bin in ihn eines Tages mal reingeplumpst und reingelaufen und es tut mir so leid wegen deiner Jacke. Ich werde meine Maid rufen, dass sie das für dich aufsäubert. Ach, ist schon in Ordnung. Ich habe das schon selber gesäubert. Das ist keine Sorge. Keine Angst, Alfred. Ich werde mich um ihn kümmern. Du kannst jetzt gehen. Okay. Lass mich wissen, wenn du irgendwas brauchst, m'lady. M'lady? Du bist ganz schön nett. Pumuckpunkt. Oh, Alice. Du bist selbst der schönste Juwel. Oh, hör auf. Wir werden für immer zusammen sein. Aua! Warum tut mein Kopf weh? Und immer. Ah, das tut voll weh. Und immer. Oh. Okay. Okay. Mario, steh auf! Sein Mund, da ist so viel Blut. Ich muss irgendwas tun. Mario, du bist wach. Komm, bitte, bleib bei mir. Ich werde dir was holen. Bitte nicht mehr. Nicht mehr. Hä? Wovon redest du? Ich kann das nicht mehr. Ich möchte einfach nur nach Hause. Mario, jetzt komm, geh da raus. Au! Komm schon, bekämpf es. Ich weiß, dass du es genauso aus dir raushaben willst wie ich, aber
Du musst dich daran erinnern, dass wir nicht so einfach gehen können. Okay, das war jetzt trotzdem kein Grund, mich zu schlagen. Dein Mund ist komplett mit Blut vollgepackt und du bist am Hyperventilieren. Ich hatte keine andere Wahl. Geht's dir gut? Musst du dich kurz hinlegen? Ist schon in Ordnung. Ich fühle keinen Schmerz. Okay, bitte erschreck mir die nochmal so. Komm, ich helfe dir hoch. Was genau ist passiert? Bin ich einfach bewusstlos geworden? Ja, ich glaube, das könnte man dazu sagen. Was meinst du damit? Habe ich irgendwas vorher gemacht? Ich glaube nicht, dass er mir das glaubt, wenn ich sage, er war befallen. Er wird da nur austicken. Nein, du bist einfach nur mir in die Arme bewusstlos gefallen. Okay, dann wird's mir wohl gut gehen. Was ist das? Wow, 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 pass auf mit dem Messer. Wann habe ich das Messer aufgehoben? Was soll ich ihm sagen? Oh Gott. Boah. Krass. Keine Ahnung. Die Wahrheit, denke ich mal. Keine Ahnung, ist oft besser. Du hast mich damit verfolgt. Was? Sowas würde ich doch nicht tun. Aber das hast du. Und ich hatte so Angst, dass ich dich, ja, zur Selbstverteidigung gewürgt habe. Deswegen bist du, ja, in Ohnmacht gefallen. Das stimmt. Es tut mir so leid. Lass uns einfach einen Weg hier rausfinden. Was ist los? Du hast mich fast umgebracht. Mario, ich hatte auch Angst. Hättest du nicht dasselbe getan? Ja, dasselbe. Mario, jetzt geh weg. Nein, och nein. Ich werde niemand wird mich umbringen. Nicht, noch nicht mal du, Riba. Hör auf, ich wollte das doch nicht. Alles nur leere Worte. Deine ganzen Entschuldigungen, die werden mich nicht befriedigen. Bist du krank? Was ist los mit mir? Ist sie schon wieder in dir reingegangen? In dir rein? Ja, Deutsch gut. Wovon redest du? Oh nein. Ich habe meine Brille fallen lassen. Ich kann nicht sehen. Ein Auge für ein Auge. Bitte tu das nicht. Ich verspreche dir, ich tu nie wieder was, Mario. Ach, es ist hoffnungslos. Mario ist nicht mehr hier. Jetzt stirb. Au. Das war echt unschön. Wow. Nett. Sehr nett. Ah, und jetzt sind wir wieder hier. Okay. Ich wünschte, ich könnte hier jetzt irgendwie schneller durchgehen. Okay, und diesmal werden wir ihn dann anlügen, denke ich mal. Das hast du gefunden irgendwo hier. Oh, echt? Ich kann das nicht mehr wirklich dran erinnern. Du bist vor ein paar Minuten in Ohnmacht gefallen. Aber du bist zum Glück nicht drauf gelandet. Er lügt mich an. Jetzt lass uns einfach weitergehen, okay? When you passed out the house's orientation... Was? We were in a nursery room before suddenly everything flashed and turned into this room. Okay, wir sind plötzlich in einem anderen Raum. Irgendjemand muss uns beobachten. Das hier kann nicht alles einfach so aus Zufall passieren. Okay, wir müssen jetzt einfach einen Ausgang finden. Oh Gott, über Luigi? Ja, nee, dem sollten wir wahrscheinlich gar nichts sagen darüber. Nee. Lass uns einfach zurückgehen. Wir sollten durch die Lücke da durchkommen. Oh, okay, das ist gut. Gut, dann lass uns gehen. Alrighty then.
Halleluja. In der Folge haben wir jetzt erstmal nochmal a bunch of shit herausgefunden, möchte ich mal so mal eben sagen. Und ich möchte jetzt erstmal sagen, wenn es dir gefallen hat, lass doch jetzt mal ein Däumchen nach oben da und ein Abo unten, falls du noch nicht getan hast. Zur nächsten Folge kommt ihr, wenn ihr oben aufs i klickt und auch zu anderen RPG-Maker-Spielen. Da könnt ihr mal vorbeischauen, vielleicht ist da auch was für euch dabei. Und wir sehen uns hoffentlich dort wieder. Ich bin Little Curvus Brain. Wie ist dein Name? Nenn ihn mir doch unten in den Kommentaren. Bis dann, euer Brain. Tüdelü mit Ü. Kapirr.